Heute ist der Tag der Tage. Heute gibt es endlich nach 365 Jahren den Merch-Drop. Bro, es ist endlich soweit. Das Auto, ich weiß nicht, ob ihr es von hier sehen könnt, das Auto ist da schon am Abladen. Doch, der lädt das Auto ab gerade. Ich zeige euch schon mal hier den Merch, Bro. Wir machen heute einen dicken, fetten Merch-Drop. Ihr habt gar keine Ahnung. Ihr habt gar keine Ahnung, was jetzt hier auf euch zukommt. Bam, das ist der Merch. Hier ist das CB-Logo. Ich konnte leider Chabo nicht nehmen, weil es Copyright hat. Deswegen CB, aber scheiß drauf. Wir gehen jetzt los. Da ist das Auto. Da ist das Auto. Ich weiß nicht, wen ich hier filmen darf, Junge. Ich habe etwas richtig Krankes für euch organisiert. Hast du vielleicht für mich eine Schutzbrille? Ich habe meine vergessen, weil ich wollte das Fahrzeug hier erstmal zerstören, so mit dem Hammer. Und dann nehmen wir das mit dem Greifhaken und schmeißen das auf den Boden. Ja, guck mal nach einer Brille. Ich habe den Bre schon gefragt. Selber machen darf ich das nicht, weil ich nicht versichert bin, leider. Ansonsten hätte ich das, Junge, euer Bre hier. Ich hätte das so gemacht, bam, runtergedroppt. Geht leider nicht, aber egal. Der Bro macht das für uns. Boah. Riecht gut, hä? Frisch gefurzt. Wie findest du das Lenkrad? Knight Rider, geil, Mann. Tiefer gelegt ist da auch ein bisschen. Ja, wir müssen den Merch reinschmeißen. Einmal hier. Oder warte mal, soll ich das auch machen? Ich mach das auf. Einmal hier. Zack. Jungs, kann ich schon anfangen zu zerstören? Kann ich schon anfangen zu zerstören, das Auto? Zerstören, ja. Ja, das juckt mich schon im After. Ich muss hier anfangen, sonst ich halte es nicht aus. Ich brauche Hammer, ich brauche... hast du so einen Vorschlaghammer, so ein Bello? Und Schutzbrille brauche ich. Ich zerstöre Autos. Guck, und es kommt jetzt am Dienstag mein Merch raus. Siehst du? Und es geht jetzt ab hier ins Auto. Und dann machen wir von oben 10 Meter Drop. Merch Drop. Sehr süß, hast du meinen gesehen in meinen Videos? Ja. Meiner ist 10 Meter. Oh, du kleine Hu. Ich brauche eine Schutzbrille. Junge, das hat Bock. Das hat Bock. Ich muss kurz Augen zumachen. Boah. Merch. Drop. Schabus. Ich kann es nicht aushalten, Bro. Ich muss jetzt zerstören. Hast du Schutzbrille? Boah, der ist gut. Der ist gut. Das Vorschlaghammer. Alter, 50 Kilo oder was? Wollt ihr auch kaputt machen? Wenn ihr wollt, könnt ihr auch draufhauen. Boah, die Bruder. Was ist das? So, warte. Alter, ja, jetzt war diese Scheißtasche weg. Jetzt war diese dreckige. Oh, warte. Ich bin mal fast Handy rausgeflogen. Was machen wir da hinten? Film, was du willst, Bruder. Bro, Alter, dieser Hammer wiegt auf jeden Fall mehr als meiner. Alter, dieses Glas. Bro, wo ist die Brille? Hast du die Brille? Hat er keine? Hast du keine Brille? Ich dachte, ihr seid hier Dings. Schrottplatz, habt ihr keine Brille? Ohne, gell? Ihr seid abgehärtet. Ich auch, aber ich hab fast mein Augenlicht verloren. Einmal. Scheiß drauf, ich mach Dings. Bro, das ist schwer. Das ist schwer, Bro. Das ist Arbeit. Normalerweise als YouTuber arbeitet man nicht so. Oh. Ach du Scheiße. Bruder, das macht das Bock. Macht das Bock. Junge, was macht der Merch? Macht der Merch, Bruder? Merch noch am Start, Alter. Guck mal, wie stabil der Merch ist. Was ich euch vergessen habe zu sagen, ihr könnt euch damit auch euren After abputzen. Ihr seht, es ist ziemlich stabil. Hier liegen sehr, sehr viele Glasscherben. Macht dem Merch nichts aus. Und jetzt, Bruder, jetzt kommt der Merch-Drop. Warte mal, wir machen eins hier hin. Zack, hattet. Es muss alles perfekt und dreckig sein. So. Nehmen wir den Hammer raus. Bro, das wird jetzt wild. Das wird, glaube ich, der wildeste Merch-Drop, den es jemals auf dieser dreckigen Plattform gab. So, Bro, mach, tob dich aus. Er telefoniert einfach. Bruder, er telefoniert, Junge. Er nimmt diese Merch-Drop gar nicht ernst. Du hast ein... Hä? Hier ist eine Kamera, ja. Die habe ich immer an, auch beim Schlafen. Hör mal. Einfach so? Nee, für YouTube. Ich habe einen YouTube-Kanal. Ehrlich? Oh, Bro, wie gerne würde ich diesen Bagger fahren. Ich würde ihn gerne so selber fahren. Mach 100 Meter hoch. Doch nicht du sollst hoch, das Auto soll hoch, Bruder. Nicht, dass er sich verletzt, Bro. Ist er Profi? Scheiße. Wow. Oh, 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 shit. Heilige Scheiße. Bro, mach bitte nochmal. Dieses dreckige Puffmobil. Alter, nicht, dass es explodiert. Ein Meisterwerk. Ein verhurtes, dreckiges Meisterwerk. Holy. Bro, kannst du noch mal so rein? Oh. Gib ihm. Scheiße.
Mach noch mal auf Motorhaube. Geht nicht? Ah ja, okay. Ja, okay, okay, okay. Ja, Leute, das ist der Merch drauf. Merch kommt am heute. Bro, er ist schon draußen. Bro. Das war's. Wir haben alles zerstört. Und der muss jetzt wieder auf das Fahrzeug drauf. Ja, dann kann er doch mit dem Greifarm und hier drauflegen. Was ist los, Bro? Hä? Ach so, du hast ein Meisterwerk geschaffen. Ich danke dir. Bro, wo sind meine Pullis? Ach du Scheiße. Hier ist einer. Ach, Scheiße, ich will mein Merch. Junge, ich will euch doch den Merch zeigen, verdammte Scheiße. Kann man die Tür noch aufmachen? Auf jeden Fall kann man die Tür noch aufmachen. Ja. Wie neu. Bro, einfach wie neu. Ich habe euch gesagt, ihr könnt damit alles machen. Ihr könnt euren After abfischen. Ihr könnt andere Sachen damit machen. Ich könnte damit alles machen, Bro. Das war's. Bestellt den Merch, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann geht kacken und bestellt ihn danach. Alter, liegt hier viel Öl. Was sagst du eigentlich zu dem Schrott hier? Geil. Gut aus. Geil, ja, sieht gut aus. Eigentlich wollte ich, dass es scheiße aussieht, aber du sagst, dass es gut aussieht. Das ist doch kacke. Das war nicht mein Ziel. Aber egal. Dir gefällt's? Mir nicht. Wird trotzdem verkauft. Boah, die machen hier sogar auf professionell. Ich muss mal nochmal gucken, ob ich hier vielleicht auch den anderen Pulli rausholen kann. Junge, kannst du vergessen. Dieses Auto ist komplett demoliert. Bruder. Ich würde gerne damit jetzt fahren eine Runde. Meinst du, das geht noch? Na klar, auf jeden Fall. Rearboxing, gib ihm. Und was macht er jetzt? Ich fahre zurück, der lädt mir den auf. Nicht, dass er Fehler macht und es landet auf deinem Kopf. Achso, ja, meine Tasche, Bro. Ich danke dir. Yo, Leute. Alter, guck doch mal, wie die sich anstrengen, Junge. Das ist der dreckigste Merch-Drop, den es jemals gab. Jeder macht so Special-Meshel-Video. Dieses Cinematic-Faxen. Bro, ich kann es gar nicht. Digga, ich kann es gar nicht. Aber was ich kann Dreck produzieren. Link in der Biotonne. Der Hammer ist nice. Wiegt zwar 200 Kilo, man muss auf jeden Fall sehr, sehr viel wichsen dafür. Aber nicer Hammer. Holy shit. Verpisst euch da. Bro, ich danke dir vielmals. Ja, vielen, vielen Dank. Junge, ich dachte, Video schon zu Ende. Aber wir haben die Plane vergessen, Junge. Das Auto kommt ja jetzt. Oh, Digga. Das Auto kommt ja jetzt zum Schrottplatz, aber der kann nicht so fahren, weil er sonst die ganzen Teile fliegen sonst auf die Straße. Und deswegen fahre ich jetzt nochmal hier ganz gechillt zum Schrottplatz meines Vertrauens und eures Vertrauens, Digga. Denn ohne den Bre vom Schrottplatz, ohne den Schrottplatzhändler, wäre das hier alles gar nicht machbar. Er hat mir die Kontakte gegeben. Auch da könnt ihr mal in die Biotonne reinschallern und den Bro abchecken. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das auf dem Bild habe ich ja ganz vergessen zu sagen. Warte, ich zeige euch nochmal hier kurz. Bro, es sieht so geil aus. Es sieht so geil aus. Man kann sich so saftig den After damit abwischen. Hier, pass mal auf. Moment, bumm. Hier, das ist der Peugeot. Peugeot konnte ich leider nicht organisieren für die Zerschrottung. Es gab keinen leider mehr. Aber das war das erste Auto, das ich zerstört habe. Hier in einer wunderdreckigen Farbe Blau. Dieser Kek hier bin ich. Face Reveal, sein Vater. Mülltonne ist auch am Start. Und das CB-Logo hier. Und jetzt geht diesen verhurten, dreckigen Merch kaufen. Wenn ihr keinen Bock da drauf habt, dann geht doch einfach kacken. Und nach dem Kacken werdet ihr ihn eh benötigen, um euer Arsch abzuwischen. Weil diese, das ist nicht wie eine normale Toilettenpapier. Das ist hier 69-lagig. Ich habe das extra 69-lagig machen lassen, damit auch der kräftigste, dreckigste After abgewischt werden kann. Ich melde mich nochmal hier. Jetzt habe ich ihm die Plane gebracht. Der Puffgolf ist jetzt oben hier auf diesem Scheißauto. Und ja, wir fahren jetzt zurück zum Schrottplatz. Der Schrottplatzhändler wird den jetzt komplett auseinandernehmen nochmal und verwerten dies, das. Ich muss mal hier kurz so Real Talk Worte rausballern am Ende dieses Videos. Ich wollte es eigentlich machen, aber ich war komplett im ADHS-Modus. Ich muss kurz mal wieder runterkommen. Und zwar bedanke ich mich erstmal bei meinem After, der mir die Möglichkeit gegeben hat, überhaupt diese Videos zu drehen. Mein After ist ein sehr schmackhafter Bre, der sich überhaupt sowas traut zu machen. Also er ist ein behindert. Er ist einfach behindert. Und danke erstmal an meinen After und an die Schamhaare, die meinen After beschützen. Und natürlich ein großes Dankeschön geht an jeden raus, der diesen Dreck hier supportet seit Tag 1 und auch seit Tag 425,5. Bro, ohne Scheiß, danke, ohne euch, alle wieder, das ist jetzt dieses Dingsgelaber, dieses typische YouTube-Gelaber. Ohne euch wäre das nicht machbar.
Aber ist halt so. Ihr klickt, ihr bekommt Content, ich bekomme Geld, ich kann sowas machen. So einfach ist das. Deswegen danke an euch kleinen After-Lümmel, dass ich das hier machen darf. Danke geht raus an meine Eltern, Bro. An meine Eltern, die überhaupt irgendwann mal auf die Idee gekommen sind, mich zu zeugen. So einen behinderten Idioten, Junge. Und dann geht noch danke an, warte mal, wen kann man hier noch danken? Einfach danke an alle. Danke an alle, die mir hier Autos zur Verfügung gestellt haben. Die ganzen Autos, die ich getestet habe. Danke an den Abholdienst, Bro. Meine Oma, mit der ich zusammen bin. Yo, danke auch an dich, Bro. Ohne sie wäre das auch nicht so machbar, wie es machbar ist. Ich baller jeden Tag diese Drecksvideos raus und in Background ist sie am Start und unterstützt mich hier. Bro, ich heule gleich. Kauft mein Merch.